Krone TV. Mein Name ist Rainer Nowak. So heißt auch dieser Talk. Und der ist für mich heute eine kleine Premiere oder eigentlich eine große Premiere. Es geht heute um Außenpolitik mit einem traurigen, tragischen Anlassfall, aber bei einem sehr spannenden, interessanten Thema. Und ich darf meine hochrangigen Gäste begrüßen. Also keine Minister und Klubobleute, sondern Leute mit, muss ich aufpassen, was ich sage, fachlich langjährige Erfahrung. Mir gegenüber sitzt Major Albin Rentenberger von der Landesverteidigungsakademie Major. Zu seiner Seite ist jetzt Professor Wolfgang Müller, Osteuropa-Experte, Russland-Experte, Putin-Experte und auch schon lange im Politikwissenschaftsgeschäft. Danke für die Einladung. Guten Abend, bitte sehr. Und an meiner Seite Angelika Eliseva, Kollegin aus der Krone, deswegen verzeihen Sie bitte das Du-Wort, das Kollegiale. Angelika, du hast genau da gelebt, wo der Anschlag war, gleich daneben, neben dieser Crocus Hall, neben diesem Konzerthalle, auch ein Einkaufszentrum, gleich am Stadtrand von Moskau. Mhm. Du warst damals Journalistin und hast in Moskau geschrieben, berichtet. Mhm. Berichte mal, was ist das für ein, wie kommt man, also wie schaut es dort aus? Kann man jemals auf die Idee, dass das ein potenzielles Ziel ist, wie zum Beispiel eine Kathedrale in Wien oder ein Bahnhof, wo ja immer Sicherheitsvorkehrungen sind? Ja, also natürlich. Also ich bin zu meinem Hintergrund, ich bin studierte Slawistin und habe dann einige Jahre in Moskau gearbeitet, bin aber selber eine waschechte Steirerin, sage ich jetzt mal dazu. Ja, also ich habe schon in dieser Zeit damit gerechnet, dass eventuell Anschläge vom IS verübt werden könnten. Es gab immer wieder auch Warnungen, es gab sehr viele Sicherheitskräfte, auch schon am Eingang immer. Ich war oft in dem Shopping Center, das war quasi mein Heimat-Shopping Center für mich, wie für viele Wiener vielleicht das Donauzentrum. Und ja, das war schon immer eine Gefahr zu spüren. Und ich habe interessanterweise vor circa einer Woche auch in einem Nachgefragt-Interview mit Gerhard Koller darauf verwiesen, dass ich mich öfter vor Anschlägen dort gefürchtet habe. Gibt es dort noch Nachbarn, Bekannte, mit denen du Kontakt hast? Ja, also ich habe auch Bilder bekommen von Bekannten, wie die Hubschrauber geflogen sind mit ihren Löschübungen. Natürlich haben sie sich sehr gefürchtet. Eine Freundin von mir wollte sogar auf dieses Konzert ursprünglich gehen, war dann aber verhindert. Und ich habe jede Menge Berichte vor Ort erhalten, ja. Bevor wir über Russland, sozusagen die Innensicht sprechen, soweit du das halt also noch nachvollziehen, beurteilen kannst, an Sie die Frage, Herr Professor. Es gab ganz klare Warnungen von vielen Seiten, vor allem auch von den Amerikanern, vor ganz konkret diesem IS-Ableger mit Standort Afghanistan. Offensichtlich hat man die auf der ganzen Welt ernster genommen, also ausgerechnet in Russland. Warum? Wir wissen nicht, ob sie in Russland nicht wirklich ernst genommen worden sind. Der Präsident Russlands hat sich diesbezüglich eher abwertend geäußert. Er hat sogar von einer Provokation gesprochen, als die US-amerikanische Botschaft Anfang März auch darauf hingewiesen hat, auf diese Gefahr. In westlichen Medien wird bereits seit 2023 davon berichtet, dass der IS Russland auch stärker in den Fokus nimmt. Was im Hintergrund abgelaufen ist, das heißt, ob der Staat nicht dennoch versucht hat, dieses Attentat zu verhindern, das können wir nicht beurteilen. Wir kennen nur eben diese öffentliche Aussage des Präsidenten und vermutlich haben sich sehr, sehr viele Beamte auch davon leiten lassen. Aber vielleicht können Sie ein bisschen gewissermaßen beurteilen, was da überhaupt gerade passiert für die normale Zuseherin. Ist das Thema IS bis zum gewissen Grad schon ad acta gelegt gewesen, wenn man gedacht hat, der ist de facto schon besiegt oder so weit zurückgedrängt, dass er keine große Rolle mehr spielt, wenn man auch aus Syrien immer wieder hört von Anschlägen, etwa zuletzt gegen Trüffelsucher. Aber prinzipiell hat er doch keine große Rolle mehr. Und jetzt scheint er wieder auf der Terrorlandkarte ganz stark zu sein. Mit Sicherheit, und es dürfte eben auch einige Fraktionen geben, die miteinander um die Vorherrschaft in diesem islamistischen, terroristischen Spektrum ringen. Und es gibt einige Terrorismusexperten, die auch argumentieren, dass dieser Anschlag sich nicht primär gegen Russland gerichtet hat, sondern eher ein Zeichen der Stärke von einer bestimmten Fraktion innerhalb des IS gewesen ist, um damit andere Fraktionen zu beeindrucken und die Führung innerhalb des IS zu übernehmen. Dass Russland allerdings als ein Ziel betrachtet wird, ist eben nicht nur in westlichen Medien bereits seit geraumer Zeit geschrieben
worden, sondern ist auch daraus ersichtlich, dass es ja auch 2022 schon einen Anschlag auf die russische Botschaft in Afghanistan gegeben hat. Mhm. Herr Mayer, wir Journalisten erwarten dann immer quasi die Glaskugel oder die Prophezeiung, oder dass sie uns alles erklären können, aber bis zum gewissen Grad ist es doch weit weg und schwer einzuschätzen, ich probiere es dennoch. Wird das in irgendeiner Weise den Krieg in der Ukraine Russland beeinflussen, verändern? Also kurzfristig müssen wir davon ausgehen, dass es jetzt auf der Front keinerlei Auswirkungen hat. Es wird aber abzuwarten sein, wie Putin mit dieser Sache insgesamt umgehen wird. Es war eigentlich sofort bemerkbar, dass in den sozialen Medien und in gewissen Interviews versucht wurde, die Schuld auf die Ukraine abzulenken. Und da wird man weiter beobachten müssen, wie sich das weiter auswirkt. Ob jetzt der Konflikt weiter eskaliert wird, da muss man sich die Frage stellen, wie soll diese Invasion eigentlich noch mehr eskalieren. Also da sind wir ja schon am Anschlag, Russland drückt weiter an. Also es wird eigentlich nur eine Fortsetzung des Konflikts geben. Daher ist eigentlich die Vermutung die, dass der Konflikt insofern nur sehr wenig Auswirkungen hat jetzt auf die Ukraine. Mhm. Herr Professor, woher kommt dieser schnelle sozusagen Wechsel der Einschätzung bei Putin? Knapp danach ist es ganz klar, kein islamistischer Terror, sondern eher die Ukraine. Jetzt ist es doch der islamistische Terror, vielleicht mit Unterstützung der Ukraine. Das macht ihn nicht unbedingt glaubwürdig und ist auch ein Rösselsprung, den man eigentlich von Wladimir Putin dann so nicht kennt. Mit Sicherheit. Allerdings haben wir ähnliche Entwicklungen durchaus auch schon in anderen zentralen Fragen in der Politik Russlands in Bezug auf die Ukraine gesehen. Alleine schon, wenn wir an die Aussagen des russischen Präsidenten 2021 oder Anfang 2022 denken, wo er sehr, sehr klar immer wieder gesagt hat, es wird keine Invasion geben. Und dann plötzlich ist eben Ende Februar 2022 plötzlich die Invasion da gewesen. Wenn wir weiter zurückgehen, gibt es ähnliche Aussagen darüber, dass beispielsweise die russischsprachige oder auch ethnisch russische Volksgruppe in der Ukraine wunderbar leben kann und dass es kein Nationalitätenproblem gibt. Und einige Jahre später hat dann der Präsident Russlands sogar von einem drohenden Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine gesprochen, völlig ohne jegliche Beweise dafür vorzulegen. Und das ist etwas, was ja in der Zwischenzeit auch sehr stark entkräftet wurde. Es überrascht daher nicht. Und hier im ganz Konkreten dürfte es wohl ein Zugeständnis an das dominierende, an die dominierende politische Zielsetzung des Kreml seit 2 Jahren gewesen sein, den Krieg gegen die Ukraine zu legitimieren. Und alles, was dafür an Argumenten verwendet werden kann, das wird wohl herangezogen. Es war dann die Evidenz nach den Verhören, die stärker in Richtung des IS gezeigt hat, aber auch danach sind wiederum starke politische Stellungnahmen gekommen, die wiederum auf die Ukraine hingedeutet haben. Nicht vom Präsidenten selbst, aber doch auch aus seiner unmittelbaren Umgebung. Das heißt, wir können daraus lesen, dass die Politik Russlands offenbar versucht, diese Schuldabwälzung auf die Ukraine auch weiterhin im Spiel zu behalten. Also es gilt weiterhin der Grundsatz, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern bei Putin? So könnte man es formulieren. Angelika, hättest du damit gerechnet, ich muss jetzt aufpassen, bei Altersfragen muss man immer vorsichtig sein als Moderator, in der Zeit, als du in Russland gelebt hast, hättest du mit einer Invasion in der Ukraine gerechnet? Nein, also sicher nicht in dieser Form. Man hat schon gemerkt, dass ich war von 2017 bis 2022, also eben bis zum russischen großen Angriffskrieg in Moskau. Man hat schon gemerkt, wenn man Staatsfernsehen geschaut hat, was ich ehrlich gesagt nicht so oft gemacht habe, weil ich habe diese Propaganda nicht ertragen. Aber wenn man es geschaut hat, hat man schon gemerkt, dass sehr viel gegen die Ukraine gehetzt wurde. Und es gab sehr viele fragwürdige Talkshows, wo auch thematisiert wurde, dass die Ukrainer keine Menschen sind. Und das ist immer so ein Charakteristikum, die man bei den Russen oft beobachtet, dass man versucht, zuerst das Volk, gegen das man Krieg führt, zu entmenschlichen, damit dann diese Schreckenstaten am Volk überhaupt möglich sind und um die Empathie eben auch zu verringern den Ukrainern gegenüber. Aber in der Form hätte ich es niemals für möglich gehalten. Aber ich nehme an, Sie kennen noch Leute, die im Krieg sind, also junge Männer. Schildern Sie mal, wie geht eine Freundin von Ihnen, eine Nachbarin, mit diesem Krieg überhaupt um oder mit dieser Situation? Über die Innenpolitik können wir da gleich reden. Also von russischer Seite? Ja. Oder? Also
Ja, also was ich mitbekommen habe, ist das für alle sehr schrecklich. Man merkt aber auch, dass sie immer mehr in diese Blase reinkommen, dass sie mehr und mehr abgeriegelt sind von anderen Medien, von unabhängigen Medien. Und dass sich viele mit der Zeit dann schon dazu verleiten lassen, auch das zu glauben, was der Staat ihnen als Wahrheit verkauft. Und ich habe auch einen sehr guten Freund, der das Massaker von Butscha überlebt hat, der jetzt in Österreich ist. Mit dem spreche ich sehr oft drüber. Der hat Verwandte sowohl in der Ukraine, die nach wie vor in der Ukraine sind, als auch in Russland. Und er hat gemeint, dass die russischen Verwandten von ihm auch die russische Propaganda glauben. Und er hat dann nur gefragt, wie das sein kann, weil er erzählt ja seiner Verwandten, was ihm passiert ist, und die können das einfach nicht glauben und nicht verarbeiten. Also ich glaube, das ist auch so ein gewisser Schutzmechanismus, der dann mit reinspielt, dass es für sie, für ihre Psyche leichter zu ertragen ist, wenn sie die Propaganda glauben. Hm. Vielen Dank für diese Einschätzung und für diesen Bericht. Wir werden jetzt kurz in eine Werbepause gehen und dann zurückkehren mit Ihnen. Bitte. Willkommen zurück bei einem Russland-Special im Talk. Es war gerade ein sehr interessanter Punkt von dieser Zerrissenheit der Gesellschaft, einer unglaublichen Polarisierung, dass es ja auch Menschen gibt, die in beiden Ländern Verwandte oder Freunde haben. Mhm. Herr Mayer, ich würde Ihnen gerne etwas, also dass Sie sich etwas vorstellen würden. Österreich wäre in so einem Fall nämlich wahrscheinlich eher des Opfers als des Aggressors. Aber wie wäre das überhaupt möglich, über so lange Zeit genug junge Menschen dazu bekommen, auch wenn man sie de facto mit Zwang oder Pflicht holt, ihren Dienst an der Waffe zu versehen? Kann man sich das überhaupt vorstellen? In Russland gibt es eine Wehrpflicht. Das heißt, die Soldaten haben ja die Pflicht, hier einzurücken. Und sind natürlich, wie wir gehört haben, auch durch Medien und so weiter geistig darauf vorbereitet. Ich will jetzt nicht sagen Gehirnwäsche, aber doch zumindest in diese Richtung konditioniert oder auf das vorbereitet. Die Entmenschlichung wurde ja angesprochen. Putin spielt auch sehr gut immer mit diesem Narrativ des großen Vaterländischen Krieges. Also er beruft ja quasi eine Wiederholung des Zweiten Weltkriegs, ruft er hervor, indem er das ukrainische Regime als Nazis bezeichnet und die Ukraine muss entnazifiziert werden. Also was dein Großvater schon für sein Land getan hat, das musst du jetzt für dein Land tun. Also das wäre so der Narrativ, den Putin hier sehr stark bedient. Und wenn diese Mentalität vorherrscht, und dann kommt natürlich ein sehr repressives System hinzu, also ein Wehrdienstverweigerer hat dementsprechende Konsequenzen natürlich auch zu befürchten, dann funktioniert das auch. Also es ist auch nicht zu erwarten, dass es da in irgendeiner Form zu einem Widerstand kommen könnte oder zu einer noch stärkeren Opposition, quasi auch über die Armee oder die jungen Soldaten. Ausgeschlossen, nein, oder? Also gibt es mehrere Aspekte. Zum einen verzichtet Putin ja ganz bewusst jetzt Soldaten aus St. Petersburg und aus Moskau zu rekrutieren, wo eben die eher einflussreicheren, reicheren Menschen wohnen und die auch vielleicht politisch ins Gewicht fallen würden, sondern es wird ganz bewusst eher in den Randbezirken Russlands hier rekrutiert. Und da fällt es leichter, da sind auch die wirtschaftlichen Anreize für die Soldaten viel größer. Und er versucht auch, also die russischen Streitkräfte, das merkt man schon, versuchen Berufssoldaten vor allem an die Front zu schicken und nicht unbedingt die Grundwehrdiener, wie man bei uns sagen würde, die Rekruten, die ihre Wehrpflicht abdienen. Und Berufssoldaten, das wissen wir schon, das sehen wir eigentlich immer, ist der Verlust von Berufssoldaten ist in der Bevölkerung eigentlich leichter zu verkaufen als der Verlust von Wehrpflichtigen. Und es scheint bisher nicht so sein, dass die Menschen ausgehen und dass es an Berufssoldaten mangelt, oder? Es ist immer noch ein Nachschub da, der ja, also da hat Russland gegenüber der Ukraine sicherlich einen Vorteil, dass die Verluste derzeit sicher kompensiert werden können. Es ist keine Generalmobilmachung jetzt in Aussicht. Das möchte Putin eben auch vermeiden. Aber derzeit sitzt Putin und die russischen Streitkräfte sicher am längeren Ast. Mhm. Herr Professor, war das eigentlich der Punkt gewesen, als quasi Europa oder wir oder der Westen, wenn man so möchte, Russland Putin verloren hat? Wann ist diese sozusagen neue extreme Putin gekommen? Für solche Politik offenbar sehr spät, aber für die Forschung und Wissenschaft vielleicht schon früher? Das ist in der Tat eine enorm schwierige Frage, denn man kann ja in den Kopf eines Menschen nicht hineinblicken und je weiter man zurückschaut, desto schwieriger wird es auch sein, derartige Indizien für die eine oder für die andere Position auszumachen. Die Herangehensweise, es gibt eine recht starke Schule in der Wissenschaft, die sagt, dass
der Präsident Russlands eigentlich bereits bei seiner ersten Wahl, also 2000, politisch gefestigt gewesen ist. Wir können davon ausgehen, er ist Jahrgang 1952, also er ist damals 47, 48 Jahre gewesen, hat die Hälfte seines Erwachsenendaseins im KGB oder eben danach in ähnlichen politischen oder auch geheimdienstlichen Ämtern verbracht. Und somit ist davon auszugehen, dass eigentlich sein Weltbild bereits damals gefestigt gewesen ist. Das heißt noch nicht unbedingt, in welche Richtung er sich damals entschieden hat, aber man muss auch beachten, dass es bereits ab den 2000er Jahren Indizien dafür gegeben hat, in welche Richtung er sich entwickeln würde. Primär natürlich innenpolitisch, aber sehr bald auch außenpolitisch. Die berühmte Rede beispielsweise über den Untergang der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe 2005, sodann die Münchner Rede auf der Sicherheitskonferenz 2007. Sehr viele argumentieren, dass insbesondere die sogenannten Farbrevolutionen in der Umgebung Russlands für Wladimir Putin einen Knackpunkt dargestellt haben. Denn hier wurde ihm offenbar ganz klar signalisiert, dass in der nächsten geografischen Umgebung Russlands Regime ins Wanken gebracht werden können von Basisbewegungen, von demokratischen Bewegungen, wie beispielsweise auch in der Ukraine in der Orangen Revolution 2004, 2005. Und dennoch könnte man auch europäischen Staatskanzleien, auch den USA vorwerfen, zu wenig unternommen zu haben, um diesen Bruch nicht zu groß werden zu lassen und vielleicht Maßnahmen zu setzen, entweder die Opposition zu stärken oder Putin besser einzubinden, weil das war ja nicht sozusagen vorgesehen durch das Schicksal und Gott gewollt, dass das automatisch so passiert. Oder wäre das nicht möglich gewesen? Wenn wir zurückblicken, dann sieht man eigentlich, dass der Versuch, Russland einzubinden und die Kontakte zum Präsidenten auch aufrecht zu erhalten, dass der eigentlich bis in die Woche vor der großen Invasion stattgefunden hat. Auch wenn wir uns anschauen, dass sogar noch nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und nach dem Beginn des Krieges im Donbass Nord Stream 2 eingeweiht worden ist, also gewissermaßen das grüne Licht bekommen hat, auch von der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, bereits zuvor 2014 auch noch großer Empfang für Wladimir Putin hier in Wien auf dem Schwarzenbergplatz. Das heißt, es hat diese Versuche, Russland weiterhin einzubinden und auch Russland sehr weit entgegenzukommen, bis zuletzt gegeben, auch von Seiten der USA, der Obama-Administration und andere. Wenn man in Russland lebt, gibt es das was wie eine, sagen wir mal, Wagenburg-Stimmung gegenüber Europa? Fühlt man sich da vom Westen quasi auf Distanz gehalten, übervorteilt, bedroht sogar? Oder ist das auch quasi selbst kreiert innerhalb des Kremls und ist erst später dann zu den Leuten gekommen oder zu den russischen Wählerinnen und Wählern? Also ich war ab 2009 sehr viel in Russland und man hat schon gemerkt, wie die Stimmung kippt. Also zuerst war es eigentlich sehr offen und wir sind ja alle gleich und sie haben schon davon geträumt, dass sie auch ein Teil von der EU werden. Es ist dann aber immer mehr, also vor allem ab 2012, 2013, immer mehr in die Richtung gegangen. Wir sind doch anders, wir haben einen eigenen Weg. Der Westen ist dekadent, der lebt im Überfluss. Es hat auch so einen gewissen Neid gegenüber Leuten aus der EU gegeben, dass sie ein besseres Leben haben. Das hat man schon immer im Umgang auch gemerkt, dass das mitschwingt. Und dann auch zuletzt natürlich der Hass auf Homosexuelle und die LGBT-Bewegung, die hat sich auch sehr stark manifestiert. Mhm. Also man merkt das schon, es ist eigentlich immer weiter in das hineingedriftet mit der Zeit. Das gekippt. Ja, also es ist wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer geworden und es hat dann, also in meinem Freundeskreis haben alle gehofft, dass sich das dann wieder bessert und haben sich beruhigt, dass das nur eine Phase ist. Aber man merkt schon, dass das Land in diese Richtung, ja. Und wenn ein junger Mann an die Front muss, wir haben es ja gerade gehört, dann wird das zwar vorher aufgebaut durch ein Narrativ, aber dennoch ist allein die Gefahr, dass jemand verletzt wird, hoch, dass jemand stirbt, sehr hoch.
oder betrifft das, was wir vorher gehört haben, dass eben in Russland und in Moskau und in St. Petersburg mit Rekrutierungen eher zurückhaltend umgegangen wird? Genau, es wird sehr zurückhaltend umgegangen in Moskau und Petersburg, weil dort eben die Einflussreicheren, also wie wir schon gehört haben, heute Bürger leben. Und man versucht ja immer, diese großen Konflikte von der Hauptstadt wegzuhalten. Das hat man auch immer wieder gemerkt. Es gibt auch zwischen Moskau-Bürgern und dem restlichen Russland, da gibt es auch immer sehr hohe Unterschiede, was den Lebensstandard betrifft. Also da sind die Moskauer deutlich privilegiert. Mhm. Also in meinem Freundeskreis hat es niemanden gegeben, der jetzt eingezogen worden wäre, aber es gab Leute, die sich aufgelehnt haben und denen gedroht wurde, dass sie jetzt in den Krieg eingezogen werden. Das ist auch oft eine Maßnahme, wenn man protestieren geht, dass man dann eingezogen wird als Strafe. Und jetzt wollen wir natürlich niemanden ihrer Freunde oder Bekannten in Moskau in eine unangenehme Situation bringen, aber nur so viel. Ich habe in vielen Ländern so gerade bemerkt, dass in autoritären Regimen oder, glaube ich, in dem Fall kann man schon langsam von einer Diktatur sprechen, dass man dann so eine Art innere Emigration geht und einfach quasi so tut, als würde einen der Staat gar nicht betreffen und halt nur noch mit den Menschen über bestimmte Themen reden, wenn überhaupt, denen man ein hohes Vertrauen schenkt, oder? Ja, genau, das war schon lange so. Also für mich gibt es immer zwei Russlands, das haben mir auch die Russen immer erklärt. Es gibt eben den Staat und den Kreml und es gibt das traditionelle Russland, wo Freunde, Familie und Bräuche zu Hause sind, sage ich mal so. Und viele Russen waren ja über die letzten 20 Jahre apolitisch, weil der Deal mit der Gesellschaft war, ihr mischt euch nicht in unsere Politik ein und dafür habt ihr eure Privilegien und könnt ruhig leben. Und es ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass sich viele nicht so sehr für Politik interessiert haben, aber jetzt, wo es immer autoritär oder totalitärer sogar schon wird, und es ist ja auch ein Zeichen von einem totalitären Staat, dass der immer mehr ins Privatleben eindringt und ja auch von den Bürgern fordert, dass sie aktiv die Politik unterstützen. Und jetzt merke ich auch, wie das auseinanderklafft, auch in den Familien, wo zum Beispiel die Eltern, die Propaganda unterstützen, von der Propaganda auch oft geblendet sind. Und sie sagen, ja, zieh in den Krieg, dann sind wir stolz auf dich, aber die Jungen das nicht wollen. Das würden Sie schon so sehen, dass es also nicht nur Stadt-Land ist, sondern eben auch ganz stark alt. Es ist sehr stark unter den Generationen, verschiebt sich das auch sehr stark. Also die Jungen, die waren viel im Ausland und sind oft sehr gebildet und neugierig auf die Welt und wollen im weltoffen sein. Und ich merke immer wieder von dieser älteren sowjetischen Generation, dass die da viel engstirniger denken. Herr Professor, das, teilen Sie das? Und dann würde ich gerne diesen Gedanken aufgreifen. Geht das in Richtung Totalitarismus? Also ist das eine echte Diktatur schon? Oder wie würden Sie das jetzt rein wissenschaftlich auch einordnen? Also wovon reden wir hier? Ja? Weil das Wort autoritäres Regime ist ja immer so ein bisschen, klingt ja recht harmlos, ein starker Premierminister und das war's. Aber das scheint doch eher in Richtung Diktatur zu gehen. Ja, die Eindrücke, die Sie vorher geschildert haben, die sehen wir auch an den Meinungsumfragen. Das heißt, das lässt sich wirklich sozialwissenschaftlich nachweisen, dass es eben nicht nur die Spaltung Stadt-Land gibt, sondern auch durch die Generationen. Es ist auch unter der jüngeren Generation die Unterstützung oder die Loyalität, um es ein bisschen zurückhaltender zu formulieren, gegenüber dem Krieg wesentlich geringer als unter der älteren Generation. Es ist auch die Forderung nach einem Frieden wesentlich höher unter der jüngeren Generation. Und das wird sehr oft auch damit in Zusammenhang gebracht, dass der Medienkonsum ein völlig anderer ist. Um es vereinfacht zu sprechen, je ländlicher und je älter, desto mehr Fernsehen. Und Fernsehen ist einmal staatlich in Russland und hier bekommt man gewissermaßen die Stimme des Kreml direkt ins Wohnzimmer geliefert, ungefiltert und ohne irgendeine Gegenstimme, ohne irgendeine Kritik. Was die Frage des aktuellen Zustands des politischen Systems in Russland betrifft, so gibt es eine ganze Reihe von Politikwissenschaftlern, auch aus Russland, zum Teil jetzt schon im Exil, die eben auch sich dieser Terminologie anschließen, dass der Staat immer mehr auch in das Privatleben eingreift. Und das ist ein klares, politikwissenschaftlich ein klares Anzeichen für ein totalitäres System. Das heißt, es gibt keine Gewaltentrennung mehr. Es ist die Justiz gleichgeschaltet, Exekutive und Legislative auch. Das ist ganz klar. Es gibt auch sonst keine von den
für eine funktionierende Konkurrenzdemokratie erforderlichen Gegengewalten, wenn man so will, also keine unabhängigen Medien, die sind seit Kriegsbeginn auch völlig weg vom Fenster. Das heißt, wir haben gewissermaßen nur mehr ein Narrativ, eine Entscheidungsrichtung und die umfasst alles. Die umfasst eben dann die Politik, Exekutive, Legislative, Rechtsprechung auch, weil sie werden kein Gerichtsurteil bekommen in Russland, das nicht auch dem Kreml-Narrativ entspricht und dann eben auch noch die Medien. Und somit kann man die Sache eigentlich mit dem Begriff durchaus auf den Punkt bringen. Ja. Ja, da hätte ich jetzt noch eine Nachfrage an Sie, aber auch Sie beide. Wie schaut es jetzt eigentlich aus, wenn wir wissen, dass Jüngere sich anderswo medial informieren, sich auf anderen Wegen Informationen holen, vielleicht auf Social Media ausweichen, dann wäre das doch recht logisch aus Sicht eines Wladimir Putins oder eines Regimes oder eines Kremls, dass er sich dem analog dem Beispiel Chinas folgend versucht, diese Medien auszusperren, diesen Medienzugang zu kappen. Das wird doch passieren. Das passiert auch. Und das ist auch schon ganz massiv geschehen und das funktioniert zwar jetzt noch mit VPN beispielsweise, aber es ist schon der Zugang ganz stark eingeschränkt, auch zum Internet. Viele Websites sind einfach nicht mehr vorhanden und die Organisationen sind auch nicht mehr da, sind nicht mehr im Land. Das heißt, sie können nur mehr aus dem Exil heraus wirken und damit ist jedenfalls schon eine ganz große Hürde geschaffen. Ja, und auch mit der Einstufung, dass zum Beispiel Facebook eine extremistische Organisation ist. Also da wird auch massiv auf gesetzlicher Ebene dagegen gearbeitet, dass sich die Leute über Facebook informieren. Und da gab es erst unlängst so eine Geschichte, da hatte irgendeine Schule nur das Facebook-Logo irgendwo auf ihrer Webseite und die haben dann eine sehr hohe Strafe dafür ausgefasst. Also in diese Richtung geht das schon. Ich würde gerne Ihnen eine Frage stellen, die Sie ruhig umfassend dann beantworten können, weil sie, glaube ich, eine schwierige ist. Inwieweit hat sich die Position des Militärs, der Militärführung in Russland verändert? Da hat es ja Phasen gegeben, wo man den Eindruck hatte, Putin ist unzufrieden. Es hat Phasen gegeben mit dem Aufstand der Wagner-Gruppe. Es gibt quasi so halboffene Widerstand in Teilen der Armeeführung oder zumindest Teilen der Armee. Und jetzt wirkt das wieder sehr, sehr homogen und sehr hinter Putin. Wie würden Sie das einschätzen? Und ich glaube, dass der Rückhalt bei Putin durchgehend eigentlich sehr groß war. Also es hat niemand gewagt, sozusagen sich gegen Putin aufzulehnen. Der Einzige, der es eigentlich getan hat, war Jewgeni Prigozhin, aber der hat auch immer eher gegen das militärische Establishment sozusagen gewettert. Und man hat am Anfang des Krieges doch so eine, gerade in der obersten Führungsriege des Militärs, gewisse Spannungen bemerkt. Da war auf der einen Seite eben der Verteidigungsminister, der Generalstabschef Gerasimov und Shoigu. Und auf der anderen Seite war eben auch General Surovikin und Jewgeni Prigozhin, die haben sich da sehr gut verstanden. Aber dann wurde eben auch Anfang Januar 23 da ein Führungswechsel durchgeführt. General Surovikin wurde abgesetzt und der Generalstabschef Gerasimov hat quasi diese Ukraine-Spezialoperation, wie es ja heißt, das Kommando übernommen. Das Schicksal von Jewgeni Prigozhin kennen wir mittlerweile. Also als er diesen kritischen Part, den er da übernommen hat, er wurde auch so hochstilisiert als quasi das Sprachrohr des Soldaten an der Front, der sich über den Munitionsmangel beschweren darf. Er war eigentlich der Einzige, der das auch geäußert hat. Nun, sein Schicksal kennen wir, er hat den Bogen, kann man sagen, überspannt. Und mit seinem Marsch der Gerechtigkeit, der ja sehr skurrile Züge dann hatte und wo er sich dann abgesetzt hat nach Weißrussland und zwei Monate später dieser Flugzeugabsturz, wo sich jeder seinen Teil denken kann, ob das jetzt ein Unfall war oder eben eine gezielte Eliminierung von diesem Mann. Seither, muss man sagen, sind da gröbere Konflikte an der militärischen Führung nicht wirklich erkennbar. Man muss auch sagen, dass durch die Abwehr dieser Gegenoffensive letztes Jahr ist ein militärischer Erfolg gelungen. Das heißt, es herrscht eine militärische positive Grundstimmung für das Jahr 2024. Die Ukraine leidet derzeit sichtlich unter dem Munitionsmangel, leidet darunter, dass diese Gegenoffensive nicht erfolgreich war. Es wurden nur wenige Quadratkilometer eigentlich zurückerobert. Und Russland hat eigentlich einen sehr optimistischen Blick auf dieses Jahr 2024 haben. Wir haben einerseits die USA, die mit ihrer militärischen Unterstützung innenpolitisch komplett blockiert sind.
Wir haben ein Europa, dessen Rüstungsindustrie diese Lücke noch nicht füllen kann. Und die Ukraine, die noch nicht diese Gegenmaßnahmen, diese Defensivpositionen eingenommen hat, um jetzt diesem russischen Druck wirklich an allen Punkten der Front standhalten zu können. Und im November droht natürlich die amerikanische US-Wahl. Donald Trump, der schon angekündigt hat, dass er die Unterstützung einstellen wird. Und auf das kann Putin hoffen. Deswegen ist auch jetzt derzeit nicht ein großer Druck da, der hier Spannungen bei der militärischen Führung, sage ich mal, forcieren würde. Man sagt Druck von der Führung gegen Putin, das ist klar, aber gibt es eigentlich einen Druck? Man könnte auch sagen, man wartet jetzt einmal ab und riskiert nicht noch tausende Menschenleben, tausende Soldaten aus Russland, sondern wartet ab und macht einen Stellungskrieg bis zur Wahl hin, hofft, dass Trump Präsident wird und man dann sozusagen auf dem Verhandlungstisch gewinnt. Sehen Sie das als Option oder ist das, glauben Sie, dass die sozusagen der Pressure, also dass die Vorwärtsstrategie der russischen Armee weitergeht? Also wir sehen derzeit einen Abnutzungskrieg. Wir sehen jetzt keine große Offensive, die geplant ist, um in die Tiefe des Raums durchzustoßen. Und da stellt sich die Frage, was hier die Absicht ist. Wenn Putin hier diesen Abnutzungskrieg fortsetzen wird, es ist gelungen, die Stadt Avdiivka rechtzeitig vor der Wahl einzunehmen. Das konnte er als Erfolg verkaufen. Aber er kann eigentlich mit diesem Abnutzungskrieg bis November durchaus weiterführen. Allerdings gibt es auch ein günstiges Zeitfenster jetzt, wie ich angesprochen habe, weil die Unterstützungssituation derzeit schlecht ausschaut für die Ukraine. Und da ist natürlich, könnte auch die Strategie sein, dieses Zeitfenster auszunutzen. Und da muss die Ukraine hoffen, dass es eben Russland nicht gelingt, diesen Schwächemoment auszunutzen. Aber den sehen Sie denn? Diesen Schwächemoment? Ja. Nun, ich habe es angesprochen, es gibt derzeit keine amerikanische Unterstützung. Aber dass das so, weil Sie sagen, Angriff in die Fläche hinein, den, also ich drehe es um, würden Sie was in der russischen Militärführung zu sagen haben, würden Sie jetzt demnach eher sagen, jetzt Angriff, oder? Wenn ich in der russischen Führung wäre, würde ich natürlich sagen, jetzt Angriff. Die Frage ist, kann Russland es derzeit? Wir sehen erstens, beginnt jetzt wieder die Schlammperiode. Zweitens stellt sich die Frage, hat Russland das Potenzial? Hat es überhaupt genügend Kräfte zurzeit? Müsste es nicht erst wieder selber mobilisieren? Und was wir schon auch beobachten auf beiden Seiten ist, dass ganz viele Führungskader gefallen sind. Das heißt, sowohl Generäle auf ukrainischer, aber vor allem auf russischer Seite sind sehr viele Offiziere, Führungskräfte gefallen. Und so eine Offensive, ein Angriff ist eine sehr herausfordernde Situation, viel schwieriger als nur zu verteidigen. Und da ist die Frage, ob Russland über diese Offensivkapazität verfügt, damit sie eben diese Schwäche im Moment ausnutzen kann. Herr Hofer, hilft er oder schadet der Putin der Krieg? Das hängt davon ab, wie man seine strategische Zielsetzung interpretieren möchte. Ich würde ganz gerne noch zum vorherigen Punkt eine Sache ergänzen, nämlich das Bild des Stellungskrieges ist eines, das sehr oft in den westlichen Gesellschaften mit Statik und mangelnder Bewegung und gewissermaßen sich ausruhen. Im Westen ist Neues. Ja, gelernt, ja, gewissermaßen assoziiert wird. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass natürlich auch die Luftangriffe von Seiten Russlands auch währenddessen ganz massiv sind. Alleine in der vergangenen Woche 300 Raketen plus Drohnenangriffe. Einer der größten Staudämme Europas ist bombardiert worden und beschädigt worden. Also das ist alles, was permanent abläuft. Jetzt zu Ihrer Frage zu kommen, nützt oder schadet dieser Krieg Wladimir Putin? Er nützt ihm sicherlich nicht in der Art und Weise, wie er das kalkuliert hatte. Es dürfte wohl ein Teil des Kalküls gewesen sein, dafür gibt es sehr, sehr viele Indikatoren, dass der Krieg sehr, sehr schnell von Seiten Russlands erfolgreich durchgeführt werden könnte, auf diese Art und Weise auch die innenpolitischen Akzeptanzwerte von Wladimir Putin wieder anheben würde, damit er eben so dann in seine nächste Amtszeit gehen kann als Vergrößerer des Reiches. Nun ist mittlerweile Russland eben seit 2 Jahren ebenfalls in einen Krieg verstrickt, der nicht nur enorme menschliche Verluste auch für Russland bringt, auch finanzielle, wirtschaftliche, das ist auch evident, kostet 200 Milliarden laut den aktuellen Berechnungen oder über 200 Milliarden bereits. Russland ist massivsten Sanktionen ausgesetzt, die zwar nicht das Ziel erreicht haben, Russland wirtschaftlich aus dem Krieg rauszudrängen, aber die trotzdem der Wirtschaft Russlands schaden. Und last but not least, Russland ist heute im Inneren
unsicherer, als es jemals gewesen ist. Das ist ein Indikator dafür, eben nicht nur dieser Terroranschlag, sondern letzten Endes auch eine Fülle von kleineren Anschlägen auf Rekrutierungsbüros, auf die Eisenbahn im Hinterland, auf die gesamte russische Erdölindustrie oder, wenn wir uns erinnern, sogar ukrainische Drohnen, die über dem Kreml geflogen sind. Also es ist sicherlich Russland heute unsicherer, als es jemals gewesen ist in der gesamten Amtszeit von Wladimir Putin. Wir gehen eine ganz kurze Werbepause und bleiben genau bei diesem Gedanken dann bitte stehen, weil ich würde gerne noch das genau wissen, wie das mit der Innensicht Russlands ist und wie sich das vielleicht anfühlt bei Freunden, Bekannten oder wie, sie das wie du das nachempfinden kannst, und kommen gleich zurück. Willkommen zurück. Und jetzt liegt der Ball bei dir, Angelika. Also, wie sehr ist Russland jetzt plötzlich unsicherer geworden oder fühlt sich anders an? Bekommst du das mit oder will da eh niemand drüber reden? Und anschließend, angekündigt war von Seiten Europas und den USA die große Wirtschaftssanktionsbazooka, und irgendwie die Bilder, die damals erzeugt worden sind, auch von den Medien, waren so in Richtung, die russische Wirtschaft wird innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen. Das ist definitiv nicht passiert. Genau, also zur ersten Frage, natürlich bekommt man das schon mit, dass es unsicherer geworden ist. Nicht zuletzt auch von den ganzen, wo man sich erinnern kann, wie Prigozhin Gefangene rekrutiert hat für den Krieg und die nach einem halben Jahr begnadigt werden, wieder nach Hause kommen. Muss man sich vorstellen, die sind jetzt direkt in der Gesellschaft integriert. Also das sind Leute, die jeden Tag Menschen getötet haben, die nie ein Resozialisierungsprogramm durchlaufen haben, wo es eine sehr merkwürdige Einstellung gibt, wo auch damals noch Prigozhin gesagt hat, ja, für sie ist es ja sehr gut, sie sind dann geläutert vom Krieg und sind dann quasi wieder normale Menschen, aber das sind Verbrecher, die gemordet haben ein halbes Jahr lang, und die sind dann mitten in der Gesellschaft und viele werden erneut straffällig. Und da ist es dann, also allein schon aus diesem Aspekt, das ist natürlich sehr unangenehm für viele Russen. Das passiert sehr viel. Wo dann auch ängstlicher. Ja, und es passiert sehr viel, und da hat dann der Kreml auch quasi gesagt, dass die Journalisten vor Ort nicht mehr berichten dürfen, wenn ein straffällig gewordener, ja, im Gefängnis rekrutierter Ex-Soldat wieder jemanden tötet. Aber da gibt es sehr viele Geschichten. Es hat letzte Woche eine Geiselnahme gegeben, und einer hat in einem Petersburger Café jemanden getötet, einfach so mitten untertags und dann ruhig am Tisch weitergegessen. Also es gibt sehr viele solche Geschichten. Dann gibt es natürlich viele Drohnenangriffe, dann Belgorod ist täglich jetzt unter Beschuss. Da merkt man auch, wie langsam die Stimmung in Russland kippt, weil ja dieser Putin-Propagandist Solovjov jetzt in seiner Propagandasendung gemeint hat, ja, die Belgoroder Leute sollen sich nicht so aufregen. Und das hat dann für sehr viel Aufschrei auch gesorgt. Die Russen waren richtig böse und gemeint, naja, der Solovjov, der soll dann bitte sein gemütliches TV-Studio nach Belgorod verlegen. Mhm. Also das dringt schon immer weiter vor. Also es gibt immer größer werdende Haarrisse oder Brüche, aber es passiert doch nicht in irgendeiner Weise sowas wie flächendeckende Demonstrationen oder, wie man bei der Wahl gesehen hat, quasi eine Gegenbewegung. Hier geht ja jetzt nicht mehr. Also sie haben schon Angst vor Repressalien, und ich habe, glaube ich, so ziemlich die größten Demonstrationen 2012 miterlebt, wie Putin wieder an die Macht gekommen ist, und da hat damals der Kreml schon ganz genau gemeint, was Sache ist. Also die sind sehr hart vorgegangen, haben die Demonstranten niedergeschlagen und mit sehr viel Angst auch operiert, sodass es jetzt quasi nicht mehr so einen großen Widerstand gibt. Mhm. Aber es formieren sich immer wieder neue Bewegungen, wie man jetzt auch sieht. Mhm. Darf ich Sie den zweiten Teil der Frage richten, nämlich was wurde eigentlich aus den Wirtschaftssanktionen? Man hat uns irgendwie von Seiten der europäischen und US-Politik doch erklärt, dass innerhalb kürzester Monate würde man die russische Wirtschaft niederringen, und wenn das passiert, endet der Krieg. Scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Ich komme sehr gerne gleich drauf. Ich würde ganz gerne vorher in Bezug auf die innenpolitische Repression noch zwei kurze Fakten ergänzen. Es ist jetzt vor ein paar Monaten eine aktuelle Studie herausgebracht worden, auch von russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die im Exil sind, über eine Projektwebsite, und die haben gesagt, allein in den letzten 6 Jahren hat es 5000 Anklagen wegen politischer
politischer Delikte, also Desinformation oder Falsches über den Krieg sprechen oder ähnliches mehr, über die militärische Spezialoperation gegeben, also 5.000 derartige Anklagen plus 100.000 wegen administrativer Delikte. Das sind dann Leute, die eben bei Demonstrationen verhaftet worden sind. Es sind so viele Menschen in den vergangenen 2 oder 3 Jahren in Russland verhaftet worden, wie seit dem Tod Josef Stalins nicht mehr. Also nicht einmal in der späten Sowjetunion hat es eine derartige politische Repression gegeben. Was jetzt die Effektivität der wirtschaftlichen Sanktionen des Westens gegenüber Russland betrifft, so hat es sicherlich am Anfang überzogene Erwartungen gegeben. Das mag auch durch eine vielleicht etwas zu optimistische Rhetorik eingeleitet gewesen sein. Allerdings wäre es vermutlich naiv anzunehmen, dass eine doch so große Volkswirtschaft, sie ist zwar eben mit jener der USA nicht vergleichbar oder schon gar nicht mit jener der EU zusammengenommen oder der NATO, aber sie ist doch groß genug, dass man sie eben durch derartige wirtschaftliche Sanktionen, wenn es politisch von Seiten der Staatsführung gewünscht ist, den Krieg fortzuführen, und wenn die Gesellschaft keinen Gegendruck aufbauen kann, dann nicht möglich ist, Russland zu bewegen, aus dem Krieg herauszunehmen, wenn kein stärkerer wirtschaftlicher Einbruch erfolgt. Und der ist eben, wie Sie richtig gesagt haben, in den ersten 2 Jahren nicht passiert. Hier sind vor allem 2 Gründe auch anzuführen. Das eine ist, dass es natürlich gerade für die Rohstoffe auch andere Abnehmer gegeben hat. China und Indien, die dann sehr, sehr günstig in Russland eingekauft haben, dass auch die Einschränkungen in dem Bereich eher spät gekommen sind. Österreich bezieht ja nach wie vor, Österreich hat an Gazprom 8 Milliarden Euro bezahlt seit Kriegsbeginn. Das ist etwa das Vierfache dessen, was an Unterstützungsleistung inklusive Flüchtlingsbetreuung für die Ukraine bereitgestellt worden ist. Das heißt, in diesem Bereich ist das nur sehr spät oder eingeschränkt passiert, dass die Sanktionen wirklich wirken. Und zum anderen, es gibt nach wie vor auch Substitutionslieferungen über Drittstaaten, und die sind sehr, sehr schwierig, auch im Technologiebereich einzudämmen. Das heißt, das, was früher direkt nach Russland exportiert wurde, das geht jetzt über Aserbaidschan oder über Kasachstan oder vielleicht sogar über die Türkei auch nach Russland. Herr Mayer, und ein dritter Grund vielleicht ist das quasi der Umbau einer kapitalistischen Gesellschaft in eine Kriegswirtschaft, offenbar in Russland sehr schnell und sehr ganz, ganz gut gelungen sein dürfte, während das zum Beispiel, wir haben es ja vorher gehört, innerhalb der Europäischen Union gar nicht so leicht ist, eine Rüstungsindustrie hochzuziehen und zu höheren Kapazitäten zu bringen innerhalb kurzer Zeit. Würden Sie Russland jetzt mittlerweile als reine Kriegswirtschaft sehen, die quasi auch vom Krieg leben muss und kann? Und ich glaube nicht, dass jetzt komplett in die Rüstung, also dass es alles in die Rüstungsindustrie fließt, aber es ist doch erkennbar, dass Russland hier massiv hinein investiert hat, also ganz anders als im Westen, wo das sehr zögerlich passiert. Und vielleicht am Beispiel der Artilleriemunition. Da verschießt Russland, hat im ersten Kriegsjahr 10 Millionen verschossen und kann aber jetzt mittlerweile, man geht davon aus, zwischen 3 und 5 Millionen Schuss pro Jahr herstellen und hat dann aber eben potente Partner wie Nordkorea, die fast dieselbe Summe pro Jahr liefern können. Und demgegenüber erinnern wir uns, was hat die Europäische Union versprochen? 1 Million Artilleriegranaten, und die konnten wir dann nicht liefern als EU. Und hier sieht man einfach ein gefährliches Ungleichgewicht, das sich für die Ukraine in diesem Krieg sehr negativ auswirken kann in diesem Jahr 2024, wenn hier nicht ein Umdenken passiert, beziehungsweise wenn die westliche Macht, die über die Kapazitäten verfügt, nämlich die Vereinigten Staaten, hier wieder unterstützend unter die Arme greift. Wir reden immer noch quasi im Eskalationsmodus oder dass der Krieg weitergeben dürfte oder würde. Sehen Sie eine Chance für einen Waffenstillstand oder sehen Sie für überhaupt dann die Möglichkeit eines, weiß ich nicht, das Wort Appeasement hat mittlerweile einen sehr negativen Klang in den letzten 200 Jahren bekommen, aber gibt es eine Möglichkeit einer Abrüstung der Worte und der Militärs? Also man sieht, dass beide Staaten aus meiner Sicht nicht von ihren strategischen Zielsetzungen abweichen derzeit. Russland und Putin sprechen noch immer von einer Entnazifizierung und einer Entmilitarisierung der Ukraine. Und Präsident Zelensky spricht noch immer von einer Wiederherstellung der Grenzen von 1991. Und derzeit verfügen beide über die militärischen Kapazitäten, diesen Krieg fortzuführen. Und es ist aber keine militärische Entscheidung unmittelbar in Sicht. Und deswegen würde ich sagen, Verhandlungen würden dann
möglich sein, wenn entweder eine Seite wirklich die Überhand bekommt oder wenn beide Seiten so ermattet sind, dass Verhandlungen eigentlich der einzige Ausweg aus dem Konflikt sind. Aber da stehen wir eigentlich noch nicht. Wir sind eigentlich noch mitten in diesem Krieg. Mhm. Herr Professor, sehen Sie das auch so? Weil also ich sehe beide Ziele völlig unrealistisch. Weder wird Russland die gesamte Ukraine übernehmen und besetzen können, noch wird die Ukraine in der Lage sein, zumindest in der jetzigen Ausstattung militärischer, politisch und mit Menschen und mit Soldaten, die quasi die Russen aus der Krim werfen können, so zynisch, so plakativ das jetzt klingen mag. Das ist eben genau das Problem. Es ist natürlich wünschenswert, dass dieser Krieg so bald wie möglich eingestellt wird und dass eben vor allem auch Frieden in Sicherheit und in Freiheit für diese Region geschaffen wird. Alles andere wäre letzten Endes ein Frieden, der ein Frieden ist wie auf dem Friedhof, wenn dann die Menschen entweder unterdrückt sind oder aber nicht in ihrem Land leben können oder vertrieben werden. Das sind alles potenzielle Konsequenzen, die eben aus diesem Krieg herauskommen können. Und daher ist es eben so wichtig, einen umfassenden Ansatz für den Frieden zu wählen. Wenn Sie mich jetzt fragen, sehe ich diese Friedensverhandlungen absehbar als realistisch an, dann muss ich das leider verneinen. Es hat auch der Präsident Russlands erst in einem Interview vor wenigen Wochen gesagt, dass er eben eine Waffenstillstandsverhandlungen mit der Ukraine derzeit für nicht realistisch betrachtet. Er hat es ein bisschen so gesagt, nur weil der Ukraine die Munition ausgeht, wird er nicht mit ihr verhandeln oder eben von seinen Zielen abgehen. Und das ist eben die große Tragödie, dass die Forderungen von Russland und das Bestreben der westlichen Staatengemeinschaft und auch der Ukraine einander diametral entgegengesetzt sind. Mhm. Angelika Elisiewa, das erste Wort, noch das letzte jetzt in dieser Runde und in dieser Diskussion. Dass es ein Frozen Conflict wird und gleichzeitig ein Waffenstillstand, schließen die beiden Herren aus, siehst du das auch so? Weil vorher ja diese Ermüdung innerhalb der russischen Bevölkerung, Gesellschaft skizziert worden ist, der Druck wird aber auch nicht steigen, auf Putin in irgendeine Waffenstillstandsverhandlungen einzusteigen. Im Gegenteil, er hätte vielleicht sogar einen Gesichtsverlust, oder? Genau, also er hat ja auch nach seinem, sage ich mal, Wahlsieg unter Anführungszeichen verkündet, dass für ihn jede Stimme, die für Putin eben war, eine Stimme für den Krieg ist und dass er sich jetzt noch mehr darin bestärkt fühlt, weiter Krieg zu führen. Dass er mehr Geld investieren wird in die Kriegskasse, dass er die Steuern erhöhen wird und dass er das Volk hinter sich wähnt, dass sie diesen Krieg wünschen. Mhm. Und die Möglichkeit eines Frozen Konflikts, wie das schon auch in anderen Konfliktarten der Welt passiert ist, mit einem späteren echten Frieden? Also, nein, also ich schätze das auch nicht so ein. Also ich glaube, dass das jetzt mal so weitergehen wird, dass es ein Abnutzungskrieg ist und dass er davon nicht abrücken wird. Und man sieht auch, wie er jetzt versucht, diesen offensichtlich vom IS verübten Terroranschlag, um jetzt nochmal nach Moskau zurückzukommen, sieht man schon, wie er versucht, das zu instrumentalisieren und immer mehr der Ukraine in die Schuhe schieben will. Und man merkt auch in den letzten Tagen, was ich jetzt so in den unabhängigen russischen Medien gesehen habe, wie auf Medusa, dass sie immer mehr Anzeichen sehen, dass jetzt eine neue Mobilmachung kommen könnte. Also keine Generalmobilmachung, aber dass wieder Nachschub benötigt wird und dass sie schon vorbereiten, dass wieder neue Leute in den Krieg schicken werden. Kurze Nachfrage bei den Herren. Sehen Sie das auch? Erwarten Sie das? Ja, es ist derzeit die Rede von bis zu 100.000 Soldaten. Da ist schwer abschätzbar, ob das jetzt nur ist, um Verluste auszugleichen oder um damit eine neue Offensive zu starten, die wir angesprochen haben, um dieses Zeitfenster eben auszunutzen. Viele Beobachter haben auch schon gesagt, dass nach der Wahl eine Teilmobilmachung kommen könnte. Letzter Satz noch mit Blick auf das Einfrieren des Konfliktes. Das ist ja eigentlich seit den Waffenstillstandsverhandlungen von 2022 auch Teil des Pakets gewesen, dass man auch sagt, man einigt sich darauf, dass man bestimmte Dinge nicht jetzt löst, sondern vielleicht in 10 Jahren, 10-jähriges Moratorium. Vorteil natürlich, dass das Kämpfen im großen Stil vielleicht aufhört. Nachteil, dass es trotzdem keine Sicherheit gibt. Allerletzte, ganz kurze Frage bitte, oder Antwort, die Frage ist auf jeden Fall kurz. Wird es irgendwelche Gegenschläge geben gegen den IS in Afghanistan, gegen mögliche Terrorzellen in Tadschikistan? Sehen Sie die?
Das ist schwierig abzuschätzen. Man müsste schauen, wo sind jetzt wirklich die Drahtzieher gewesen. Wenn Putin bei der Argumentation bleibt, dass es ja die Ukraine dahinter steckt, ist mit vielleicht kurzfristig starken Schlägen auf die Ukraine zu rechnen. Aber es ist, kann durchaus sein, dass hier versucht wird, Drahtzieher in Syrien beispielsweise, wo Russland ja auch lange Jahre gekämpft hat, hier durchzuführen zum Beispiel. Okay. Ich rechne auch damit, aber das müssen jetzt nicht keine großdimensionierten Operationen also, sein, sondern möglicherweise auch geheim. Also symbolisch. Ja. Gut, dann danke Ihnen vielmals für das Gespräch. So es Ihnen gefallen hat, mit Experten zuzuhören, zu reden, dann schreiben Sie mir doch, dann werden wir das öfters machen. Vielen Dank an Sie. Danke. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke.